Was erwartest du von dem heutigen Spaziergang und der kleinen Entdeckungstour in die Wildnis? Ja, ich erwarte, dass wir heute eine weitgehend unbekannte Tierart entdecken, also sehen können, nämlich den Spion. Ja. Wir kennen ihn ja nur noch aus dem Fernsehen oder aus billigen Romanen. Und wenn wir jetzt, aber es geht ja in letzter Zeit Gerücht um, dass gerade hier in Griesheim noch ein kleiner Restbestand von diesem fossilischen Tierchen existieren soll. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Und alle! Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Ich habe dann einen Artikel darüber gelesen, dass sie jetzt halt auch hier bei uns direkt in der Nähe halt sozusagen eingepfercht sind und dass man sich da aber angucken kann. Da dachte ich, ich muss mich daran beteiligen. Ja. Und wir sind ja auch alle mit 007 aufgewachsen und jetzt wollten wir mal so einen richtig echten Spion in freier Natur sehen. Hast du auch wissenschaftliches Interesse vielleicht sogar? Ja, ich bin zwar kein Biologe, sondern eher Historiker, aber ich interessiere mich für den historischen Augenblick, wenn diese im Aussterben nahe Tierart in größeren Mengen wiederentdeckt wird. Wir werden mit dem Spionscanner hier mal einmal kurz, also schlägt nichts aus. Sehr gut, ihr seid also unverdächtig, mit euch kann man hier langlaufen, sehr gut. Wir fragen uns ja halt schon seit langem, was da eigentlich abgeht. Ne? Ja, man fährt da fast jeden Tag immer mal vorbei und seit Jahren fragt man sich halt, was die dort machen. Ja. Und man sieht tausende Autos, aber keine Personen. Ja. Nie überirdisch, nie jemand zu sehen. Gar nichts. Da sind wirklich tausende von Autos, aber man sieht einfach kein Schwein dort. Das ist nicht normal. Und jetzt wissen wir halt, was dort abgeht. Ne? Was nehmt ihr euch vor, in eurem Leben selbst privat zu tun, um den gemeinen Spion zu helfen? Also ich denke, dass ein erster Schritt ist natürlich, viele private Daten anzulegen, weil wir wissen ja alle, dass sie davon angelockt werden und sie auch, je mehr Daten es gibt, die man halt auch bloß nicht verschlüsselt, dass sie halt, dass sie daran prosperieren, dass sie das dann auch entsprechend vermehren können. Ne? Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Wir haben auch schon angefangen, uns gegenseitig zu bespitzeln. Ach, sehr gut. So, wir befinden uns hier jetzt ganz in der Nähe des verdächtigen Geländes und es gibt auch schon einen ersten Hinweis auf die Überwachung, die allerortens ist. Hier drüben sehen wir ein Spionfahrzeug. Es ist beschrieben mit einer kryptischen Abkürzung ZDF. Vermutlich handelt es sich hier um einen zweiten, weiteren Geheimdienst, der scheinbar noch genauer hinschaut als der NSA. Das ist hochinteressant. Wir sind ja nun mittlerweile hier am Schutzgebiet angekommen. Ja. Noch sieht man mit bloßem Auge nichts. Konntest du mit deiner Kamera denn schon etwas entdecken? Ja, das sind so ab und zu ein paar Spione vorbeigehuscht da an den Fenstern, aber ich glaube, die waren ein bisschen irritiert. Sie sind ja bekannt als scheue Spezies. Ja. Warum, woran liegt das biologisch, dass die sich so gerne im Dunkeln und unterirdisch aufhalten? Weißt du da mehr? Ja, wahrscheinlich merken sie selbst, dass das, was sie tun, nicht so ganz korrekt ist. Und jetzt spüren die plötzlich, oh, da sind ja Leute da draußen, die beobachten jetzt uns und nicht umgekehrt. Mhm. Also, ja, das ist was ganz Neues für die. Hier stapeln sich auch schon die Neugierigen den Zaun hoch quasi. Also Kinder sind ganz aus dem Häuschen und zum ersten Mal im Leben vielleicht einen richtigen Spion gesehen, oder? Das erste Mal, dass du einen Spion in echt siehst? Ja, glaub schon. Und, bist du enttäuscht oder begeistert? Weiß es nicht so ganz genau. Man sieht ja nicht so viel, ne? Halt um nach einer Alternative für eine Katze. Eine Katze? Der will eigentlich eine Katze und ich habe mir jetzt den Vorschlag gemacht, der könnte sich ja auch einen Spion zulegen. Ah, was für eine schöne Idee. Ich meine, so von der Haltung, die brauchen nicht viel Auslauf, nehme ich mal an, oder? Also ich habe daheim noch so ein altes MacBook und ich denke mal, das wäre doch eigentlich okay, oder? Das müsste eigentlich den machen. Den ganzen Tag könnte er da irgendwie an seinem der Spion spielen. Ist, ja, der Spion ist ja in der Regel gern im Dunkeln, gern im Keller, wenn das man noch ein Kellerräumchen frei hat, ist das ganz einfach, sind sehr genügsam, sie müssen nur immer mit frischen Daten gefüttert werden. Ja, ja, und ich meine, der kann ja auch aufs Klo gehen, weißt du, wenn du so eine Katze hast, dann musst du immer entweder ein Katzenklo irgendwie zur Verfügung stellen oder Das buddelt sich schon hier durch. Deswegen, also er guckt jetzt schon mal. Ah, oh je, guck mal, jetzt könnte es sein, ja, dass ja, das, der weiß genau, der buddelt jetzt einen Tunnel hier. Ja. Wie wir alle wissen, wurde ja früher durch den kommerziellen Spionenfang die Zahl der freilebenden Spione stark dezimiert. Heutzutage werden in Touristenzentren wie hier wird das Spywatching eingeführt. Das heißt, die Spezies wird eigentlich nur noch beobachtet, nicht mehr gejagt. Was haltet ihr davon? Auf jeden Fall nicht füttern, würde ich sagen. Deshalb haltet euch fern vom Gehege, wenn ihr Essenssachen in der Hand habt. Das ist jetzt eine extreme Ausnahme, dass ich hier in der Nähe... Komm mit den flinken Fingern. Ja, die greifen dann durch. Da muss man also aufpassen. Die können auch mal ganz schnell aggressiv werden, weil es gibt ja nicht mehr viele. Ja. Und ziehen einem dann auch gerne das iPhone oder so aus der Hosentasche. Und
beschäftigen sich dann damit. Es gibt ja schon Gerüchte, dass es sich hier um industrielle Spionhaltung handelt, dass sie also unter ganz üblen Bedingungen in großen Hallen mit wenig Futter gehalten werden. Ja, ich glaube, die werden auch heute nicht rausgelassen, die haben halt Ausgehverbot bekommen. Mhm. Also heute ist kein Hofgang. Heute ist kein Hofgang. Ein Mastbetrieb drin, wo die halt alle in ihren Boxen gehalten werden und... Morgen haben sie wieder Hofgang, aber heute ist der Hofgang untersagt. Heute ist er untersagt, schade. Wir wollen ihnen eigentlich nur helfen, die da ein bisschen befreien, so aus ihren erbärmlichen Bedingungen, aber ich glaube, die sind schon fast alle tot. Oh Gott, so schlimm meinst du? Ja. Ja, sonst würde man welche mit gewiss... Vielleicht ist Guantanamo ein Spaß, was, wie die Spione hier gehalten werden, die amerikanischen. Oh Gott, ja, die würden sich wünschen, sie wären auf Guantanamo vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Das sind erschreckende Einsichten und wir werden heute alle schwer betroffen nach Hause gehen. Vielen Dank für diese klaren und deutlichen Worte von euch. Kein Problem. Dann noch viel Erfolg. Rettet die Spione. Ist es denn zu vermuten, dass die dort unterversorgt sind? Vielleicht, man munkelt sogar schon von Massentierhaltung unter Umständen in unterirdischen Bereichen. Ist das denkbar? Das ist durchaus denkbar. Also wir haben jetzt auch keine Vorratslager gesehen. Man hat eigentlich das nicht erwartet, dass es so erschütternd ist, dass hier scheinbar so die Menschenrechte verletzt werden. Ja, das ist ein Skandal und dem müssen wir unbedingt nachgehen. Ja, es ist sehr schön, dass hierfür jemand eintritt. Wir haben noch eine weitere Sache entdeckt und zwar scheint es hier... ein Eingang in das unterirdische Stollensystem. Wurde da schon mal untersucht? Nein, aber das ist ein Fall, dem man sofort nachgehen müsste. Also hat jemand mal was zu essen da? Dann könnte man da mal was platzieren, ein Stück Käse oder so. Ja, es gibt doch so spezielle Begriffe, nach denen das Internet durchforstet wird. Mhm. Man sollte sich angewöhnen, immer nach jedem Satz, weiß nicht, Bombe, Anschlag, keine Ahnung was. Bombe, Anschlag und dann bekommen die hier auch ordentlich was zu tun. Genau. Ne? Das ist eine sehr schöne Idee. Das wäre echt mal eine gute Strategie. Gut, sehr gut. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Hier sind wir leider, wie jetzt vom Geheimdienst der Initiator der Veranstaltung abgeführt wird. Er wird mit einer Strahlenkanone fixiert und wird direkt verhört. Hier wurde ihm eben noch von einem Agenten etwas zugesteckt, ganz offenbar unauffällig. Es ist sehr schade, es hat 2 Wochen gedauert und ja, er ist im Staatsgewahrsam. Bedeutet das, dass Widerstand zwecklos ist? Das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht können wir ihn irgendwie rausholen. Engagiert euch.